Dann reagieren wir jetzt einfach auf der dunkle Parabelritter. Wir starten jetzt das Video hier. Wir reagieren jetzt auf der dunkle Parabelritter Finn Kliman. Es ist noch schlimmer. Jetzt habe ich das viel noch dazu gedichtet, Mann. Das ist so typisch Medientyp, weil sie einfach noch schlimmer machen. Gut. Willkommen. Leute, das Finn-Kliman-Thema, das ist tatsächlich noch mieser als erwartet. Und für alle, die sich fragen, ob das Thema wirklich auch relevant genug ist für ein zweites Video, denen sei gesagt, nein. Anders als die meisten Politiker, die ich jetzt bisher so kritisiert habe, hat Finn-Kliman ein Statement veröffentlicht. Also natürlich nicht wegen mir, aber es gibt ein Statement. Und ich finde, es gebietet auch die Fairness, sich damit hier im Zuge dessen auch nochmal auseinanderzusetzen. Oh nein. Und das Thema an sich, um das es hier geht, betrifft mich grundsätzlich auch selbst. Schließlich ist es, wie es auch schon LeFloid in seinem Statement gesagt hat, für alle Influencer extrem schädlich, wenn der mit dem größten Saubermann-Image eigentlich der größte Turbokapitalist und Betrüger von allen ist. Aber dazu gleich mehr. Die Finn-Kliman-Debatte hat in den... Das ist halt das, was auch immer viele nicht verstehen, warum ich mich auch über andere Leute aufrege. Wenn in unseren Reihen passiert, dann passiert das auf Kosten aller Leute. Weißt du, ich bin eh schon der Meinung, dass diese ganzen Menschen, die so mit diesem Internetding nichts zu tun haben, uns eh alle übertrieben hassen. Ja, diese die nur rumsitzen, in meinem Fall stimmt das schon ziemlich, ziemlich doll. So, die nichts machen, die nur bauen und die Leute abziehen. Und das ist halt das Schlimme. Das sind halt die Dinger, die gehen dann wieder an die öffentlichen Medien. So, das sehen dann wieder die Leute, die sich dann jetzt schön sagen können, ja, das habe ich mir doch eh gedacht. Das ist immer die das passiert immer wieder. In den letzten Tagen extreme Wellen geschlagen. Mittlerweile gibt es auch Entwicklungen gegen Statement und so weiter und so fort. Darüber werden wir auch noch sprechen heute. Dass das Thema so groß geworden ist, hat zwei Gründe. Zum einen, weil er natürlich sehr bekannt ist und zu den erfolgreichsten deutschen YouTubern zählt. Aber allen voran ist es dem geschuldet, dass er über Jahre das Gegenteil dessen vorgegeben hat zu sein, was er scheinbar wirklich ist. Nun, was ist Stand der Debatte? Wenige Stunden nachdem im Magazin Royal die Bombe geplatzt ist, veröffentlichte Finn Kliman ein Statement zum Vorfall und gab dazu auch noch ein Interview im Spiegel. Und wie drücke ich das jetzt freundlich aus? Als PR-Berater oder Junge, dieser Kommentar von ihm, es hat uns noch niemand gefragt, ob wir auch Masken aus Bangladesch beziehen. Also haben wir auch nicht gelogen. Im Wald hätte ich ihm dringend davon abgeraten. Ich fasse jetzt mal beide Quellen hier zusammen und erkläre euch, warum er sich auch hier noch tiefer in die geritten hat. Punkt 1. Was waren das für Masken? Von wem und woher kamen die und wer wusste davon? Im Statement sagt er, die Masken bei About You, damit hat er nichts zu tun gehabt. Das muss offensichtlich eine Lüge sein, denn da stand ja das Oder So Logo drauf. Und wenn er damit nichts zu tun gehabt haben sollte, dann macht es alles keinen Sinn, dass er sich als einen der größten Maskenhersteller überhaupt darstellt, wenn das Gros der Maskenverkäufe ja dann faktisch nichts mit ihm zu tun hatte, oder? Wie man es dreht und wendet hier, Finn Kliman ist ein Lügner. Also quasi Global Tactics ist an allem schuld und er kann für nichts irgendwas und er hat nur zwei Freunde zusammengebracht. Und dass er sich beispielsweise nachweislich selber mit Zollproblemen beschäftigt hat, das hat damit da überhaupt nichts zu tun. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Aber Moment. Vielleicht gibt es ja auch einen guten Grund, dass da Oder So drüber stand über den Masken. Im Spiegel-Interview unterstellt er, dass About You mit Masken Werbung gemacht habe, die mit ihm überhaupt nicht in Verbindung standen. Aha! About You hat die Masken von Global Tactics abgenommen und dann irgendein Logo zusammengebaut und meinen Namen darunter geschrieben. Zu Werbe. Ach so! Genau, und da geht man nicht rechtlich gegen vor. Okay! man geht erst jetzt damit raus, jetzt wo die Bombe geplatzt ist, genau. Das war in einer Phase, in der mehrere Partner mit meinem Namen Werbung machen wollten, ohne dass ich das genau überblickt habe. Ich wusste zwar, dass in Bangladesch Masken produziert werden, aber so ich wusste nicht, an wen sie genau verschickt werden. Ihr merkt schon, dass er da versucht, diese dusselige Kunstfigur aufrechtzuerhalten. Ist das ein ekelhafter? Nicht nur, dass er die übertriebene gebaut hat und sich schön Geld aus dem Leid anderer gezogen hat und auch noch Menschen gefährdet hat da in den Flüchtlingslagern, wo der die kaputten Masken hingeschickt hat. Was weiß, wie viele dadurch schwer erkrankt sind, weil die eben keinen Schutz dadurch bekommen haben. Jetzt habe ich zu lange geredet, jetzt habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte. Super, toll. Nee, jetzt versucht er auch noch die anderen Leute, die überhaupt nichts wussten, die komplett unwissend sind, in den Dreck mit reinzuziehen. Digga, der ist einfach maximal widerlich. Bei dieser Erzählung, oder? Sollte das wirklich so sein, muss Finn Kliman jetzt About You verklagen. Und oder About You Kliman, weil er ja alle Verantwortung an die Firma abschiebt. Nice.
Vor allen Dingen, wenn man Anwalt ist. Generell wären die Masken auf seiner Seite aus Europa, die anderen aber nicht. Am Ende stellt er sich in diesem Fall eher als Opfer dar. Ich zitiere, aber betrogen habe ich nicht. Hier geht es höchstens um Falschdarstellung auf Webseiten. Da wurde ich vielleicht, wie immer sie das bezeichnen wollen. Armer, armer Finn. Täter-Opfer-Umkehr ist gerade mega in. Vielleicht hat er zu viel Lavrov-Konferenzen in letzter Zeit gesehen oder so, anders kann ich mir das nicht erklären, warum er diesen Move versucht. Krise kann auch geil sein, ja. Und dieses Zitat ist... Ich glaube, die hatten Glasauge oder sowas. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß nicht. Ich kenne ihn schon sehr lange eigentlich, so vom Namen her, aber ich glaube, das ist ein Glasauge. Das ist ja mittlerweile wirklich durch die Decke gegangen. Und ja, man kann wirklich in Frage stellen, ob man... Was? Also ein Glasauge hat man eigentlich nur, wenn man sein echtes verloren hat. Danke. Bruder, mein Junge, du hast mir die Augen geöffnet. Vielen Dank. Jetzt willst du mich Alter? Junge! Man private Chats veröffentlichen sollte und benutzen sollte für eine solche Argumentation, ohne Kontext, ohne Einschätzung. Manche Chats mit meinen Freunden sind auch sarkastisch komplett daneben und ohne diesen Kontext sicherlich verheerend. Ganz ehrlich, ich finde es auch schwierig, sowas zu verwenden ohne Einordnung. Nun ordnet er in seinem Statement aber selber ein, dass er damit auch Geld verdienen meinte. Okay, let's go. Der Mann, der sich über Profitgeier aufgeregt hat, hat selbst mit den Masken fast eine 500.000 allein über seine Seite verdient. Über meine Seite hatte ich einen Nettoumsatz von 490.469,58 €. Wenn man Kosten und Gebühren absieht, bleiben beim Gewinn vor Steuern etwa 415.083 €. Moment. Da habe ich doch einen Post von Finn gefunden, der so richtig schlecht gealtert ist. Moment, wartet mal. Schaut euch dieses Meme hier an. Da geht es darum, dass er sich ausgerechnet mit Trigema vergleicht. Einer der wenigen Textilfirmen, die wirklich noch in Deutschland produziert, wo hierzulande viele Menschen finanziert werden und dann produziert er selbst große Teile nicht einmal in Europa und hat dann von 490k 450k Dankeschön. Gewinn mit Masken. Diese Marge mit Masken in der Krise finde ich pervers. Ja, selbstverständlich kann man sowas erreichen, wenn man diese Löhne nicht zahlt, wenn man keine Sozialabgaben leisten muss und so weiter und so fort. Mit Nachhaltigkeit hat das auf jeden Fall nichts zu tun und deshalb wurde ihm nun auch der Nachhaltigkeitspreis wieder aberkannt, den, und das darf man nicht vergessen, er ja wiederum auch benutzen konnte, um sich zu greenwashen. Und dieses Geld hat er ja auch nur da verdient. Kommen wir zu Punkt 2. Was ist jetzt mit der Herkunft der Masken bei About You? Aber ist das krass, oder? Das zeigt auch, dass jeder labern kann, was er will. Jeder kann machen, was er will. So, die können alle so auf richtig grün und sauber und alles wurde unter guten Menschenbedingungen erstellt und alle Textilien kommen aus guten Bedingungen. Aber im Endeffekt hat er ja einfach gemacht, was er wollte. Das ist krank. Junge! So, wen kann man denn dann noch vertrauen? Schön, ich trage jetzt auch ein T-Shirt aus Portugal, aber wen kann man vertrauen, Mann? Ja, also, wofür das war ja allen bekannt, sagt Finn Kliemann. Dann macht das zwar keinen Sinn, warum man dann die Herkunft verschleiern sollte und dann extra diese Kartons umbrandet, aber naja, er hat ja gesagt bekommen, dass man im Business das so macht und wer ein kleiner verträumter Handwerker ist, der kann das dann auch schon mal durcheinander bringen und dann einfach nicht so viele Fragen stellen. Ja, er weiß es halt nicht besser. Das Problem dabei ist, er hat halt selbst in seinem Statement offen gelogen. Wie Tarek Müller, einer der Gründer von About You, jetzt in einem Statement veröffentlicht hat. Denn About You war es niemals bekannt, dass Teile der Masken nicht aus Europa stammen. Anders als es Kliemann in seinem Statement verbreitet hat. Natürlich wurden die Masken jetzt umgehend aus dem Sortiment genommen. Die ganze Antwort... Digga, ich meine, wir haben es ja auch im Video von Jan Böhmermann. Da hat man ja auch gesehen, dass die einzige Legitimation... Dafür, dass es aus Portugal kommen sollte, war ja der Schriftzug auf den Karton so gesehen, oder nicht? So, ich kenne es jetzt bei T-Shirts noch, wenn man jetzt hier reinguckt, da wo man es wäscht, da steht dann auch immer Made in irgendwas, aber da ging es ja einfach nur darum, die Kartons zu verfälschen, wo ja noch Bangladesch drauf stand. Dicker! Aber wie viele Leute machen das im Hintergrund noch? Das ist ja wahrscheinlich nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Wie viele T-Shirts haben wir, wo wir denken, dass sie unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt wurden oder irgendwelche anderen Sachen, wo im Endeffekt dieselbe hintersteckt. Dort könnt ihr hier in diesem Screenshot auch lesen. Und ich finde, der letzte Teil ist der entlarvendste. Finn kann das offensichtlich falsche Statement angeblich nicht mehr löschen. Warum? Hängt die Löschen-Taste? Oder wäre es ja noch viel rufschädigender, wenn man jetzt zugibt, dass man die ganze Zeit bewusst gelogen hat? Warum gibt er es nicht einfach zu? Eine Lüge reiht sich hier an die andere und während man über eine spricht, kommen zwei neue dazu und am Ende weiß man gar nicht mehr, über was man sich jetzt eigentlich empören soll. Ist auch eine Taktik. Das ist aber immer noch nicht der Hammer. Der kommt noch.
ihr merkt, ich tease euch so ein bisschen. Über seinen moralischen Kompass, den er ja, wie er selbst zugibt, verloren hat, gibt es folgende Aussage, die da sehr aufschlussreich ist. Ich habe nie dementiert, dass Masken von Global Tactics in Bangladesch produziert werden. Ich wurde nur nie danach gefragt. Es ist so dreist! Es ist so dreist, so zu argumentieren öffentlich! Es ist so f***ing dreist! So, da geht's gar nicht mehr, da geht's gar nicht mehr darum, wie ein Mensch formell seine Aussage aufnehmen könnte. Es geht einfach nur noch rein anwaltlich darum, seine Aussagen zu tätigen. Es geht gar nicht mehr darum, wie wir das als Menschen, als Konsumenten von ihm vielleicht auch wahrnehmen, sondern nur darum, wie das vor Gericht ausfallen wird, seine Aussagen. Das ist das Einzige. Wo kommen wir denn auch, wenn seine Betrügereien von sich aus zugibt? Dann würden die sich ja gar nicht lohnen. Ein Move, ist das ein Move, wollte ich sagen. Es tut ihm auch einfach so leid, dass das alles rausgekommen ist. Punkt 3. Was ist jetzt seine Schlussfolgerung? Nun, in Zukunft möchte ich mir nichts mehr von dem, was andere Menschen tun, auf die eigenen Fahnen schreiben. Hier muss ich einfach nochmal applaudieren. Ich glaube, ich habe noch nie ein Statement gehört, bei der das Ergebnis war, ja, ist jetzt gelaufen, dass die anderen so viele Fehler gemacht haben und ich aus Versehen mich mit diesen Taten geschmückt habe, die ich überhaupt nicht begangen habe. Alle anderen sind schuld und meine Schuldigkeit besteht darin, dass ich mich dummerweise dafür habe instrumentalisieren lassen. Mist. Das, meine lieben Freunde, ist Satire. Du armes Opfer. Oh mein Gott, Mann, Alter. Und dann nicht mal gerade dazu stehen, weißt du? Dann nicht mal seinem Mann stehen und dazu stehen, dass man gebaut hat. Nein, irgendwelche anderen Leuten die Schuld geben, Alter. Nein, das ist Politik. Das ist schon Politik. Ist Finn Kliman eigentlich in der CDU? Das würde so gut passen. Ich sage Finn Kliman eine glänzende politische Karriere voraus. Er sagt, ich glaube, ich fand es einfach toll, im Rampenlicht zu stehen und von allen gelobt zu werden. Da ist er wieder. Der kleine, unvernünftige Handwerker, der für das, was er tut, gar nichts kann. Ach Mensch. Der Arme, Schwamm drüber, ne? Alle anderen Vorwürfe seien übrigens nicht haltbar, weil er schlicht von allem überfordert gewesen sei. Wenn er auf die Aussage, hier könnte die Story arm zu helfen, am besten passen, mit gut zu wissen antwortet, dann ist das für ihn natürlich nur der Hinweis, dass seine Kommunikationsstrategie geändert werden müsste. Leute, ich kann nicht mehr. Wer soll ihm das abnehmen? Das muss schon darauf hinweisen, dass er den Bezug zur Realität völlig verloren hat. Irgendwo verständlich. Weil sein System ja so krass und so lange funktioniert hat. Wenn man sich jahrelang alles erlauben kann, dann verliert man die Haftung. Wenn ein Mann, der 10 plus Firmen besitzt, darunter 2 Firmen zur Vermögensverwaltung, wenn er überfordert sein soll, dann kann er auch einfach mal 5 Leute einstellen, die das regeln. Aber entweder wollte keiner für Kost und Logis arbeiten, gerade dabei geht's doch nur um den Spirit, oder man sollte nicht so tief in diese Machenschaften eintauchen, denn man könnte ja damit dann an die Presse gehen. Ich habe vorher und jetzt im Zuge meines letzten Videos sehr viel von Menschen gehört, die teilweise Geschäftspartner, teilweise auch alte Freunde waren. Böhmermann hatte ja eine halbstündige Instagram-Story-Serie, die quasi so den Alltag von Kliman persifliert hat und damit genau das zusammengefasst, was mir aus diesen Quellen auch gesagt wurde. Ja, es ist absolut nicht übertrieben gewesen. Oberste Priorität ist die Gewinnmaximierung aus allem und in jedem Fall. Mensch und Produkt spielt dabei keine Rolle. Und kommen wir aber jetzt zu dem heißen Thema, die gespendeten Masken. Diese waren ja nachweislich untauglich, wie der Spiegel Kliman auch nochmal konfrontiert, einlagig zu dünn. Ich habe die Masken nie gesehen. Ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, diese Geschichte nachzurecherchieren. Keiner konnte mir sagen, wie die Masken genau aussahen, ob sie Beschädigungen hatten und wenn ja, welche. Er hätte halt einfach auf die Seite gucken sollen, weil da war ja eines dieser Bilder zu sehen, die er auch bekommen hat. Nein, waren ja nicht seine. Also abgesehen davon, dass an den Masken in Bangladesch sogar sein Name dran stand. Das ist wirklich wie Satire hier. Unfassbar. Er sagt, dass er nur davon gehört habe, dass die Masken nicht defekt gewesen seien, sondern einfach nur zu groß. Es war ihm auf jeden Fall nicht wichtig genug, das zu überprüfen. Wichtig war ja, dass er sich hat abfeiern lassen können dafür. Und dafür kann man ihn ja auch nicht anzeigen. Ich würde gerne mal wissen, wie der sich fühlt. Meint ihr, der hat irgendwie... Dem tut das leid oder tut ihm das einfach nur leid, dass er erwischt wurde? Meinst du, der hat irgend so ein Gräuelgefühl, so mäßig, ach Mann, ich habe Mist gebaut und ich will dafür irgendwie gerade stehen? Gar nicht, null, oder? So gar nicht. So der denkt sich, ach Mann, wieso ist das aufgeflogen, Mann, ich hätte gern weitergemacht. Mann, das ist so krank und so eine Menschen einfach. Und das doppelt Schlimme ist einfach wirklich dieses Saubermann-Image. Dieses, dass er so der übelst Liebe ist, der dem Nachhaltigkeit wichtig ist, Arbeitsbedingungen, alles. Das ist so schlimm. Das ist so ein Bruch für uns alle einfach. Worunter wir alle jetzt wieder leiden werden. Es ist einfach so. Zeigen.
you know. Aber seine Partner wenden sich jetzt von ihm ab. Ich zitiere mal den NDR. Der Energieversorger EWE mit Sitz in Oldenburg will die weitere Zusammenarbeit mit dem in die Kritik geratenen Influencer und Musiker Finn Kliemann überprüfen. Nach eigenen Angaben berät EWE das von Kliemann in Röspel, Landkreis Rothenburg, gegründete und Kliemannsland genannte Projekt in Sachen Klimaneutralität. Und das ist ein weiterer mieser Punkt, über den wir generell mal reden müssen, und vielleicht mache ich daraus sogar noch ein Anschlussvideo. Kliemann hat natürlich auch wegen seines Saubermann-Images besonders viele Partner bekommen. Passte ja zum Spirit und hat den Firmen so ein modernes und korrektes Image verliehen. Das nennt die Horizont übrigens Woke Washing. Ganz ehrlich, je mehr ich drüber nachdenke, ich glaube, ich muss dazu ein Video machen. Ich muss dazu ein Video machen. Ja. Ich schreibe mir das mal auf meine Liste. Der Spiegel fragt im Interview, waren Sie zu gierig nach Ruhm, Geld, Erfolg? Und Kliemann sagt, jahrelang habe ich genau dagegen gekämpft. Ach, so nobel. Alle Anfragen abgesagt, keine Kooperation gemacht, genau aus diesem Grund. Entschuldigt, dass ich einfach so viel lachen muss, aber es ist wirklich einfach zu bitter und mein Hirn weiß nicht anders damit umzugehen. Das wäre euch bestimmt jetzt hier durch die Finger geglitten, aber als Influencer, der ich ja nun leider auch bin, kann ich euch sagen, das ist schon wieder eine glatte Lüge, weil wenn man ja als Funkmitglied gar keine Werbedeals machen darf, die mit der Marke, die exklusiv für Funk arbeitet, in Zusammenhang steht. Um genau zu sein, ging das bei Finja bis 2020. Wie er das Spiegel-Interview dafür missbraucht, sein Saubermann-Image wieder aufzubauen. Ja, ich war ja der, der auf das Geld von irgendwelchen Firmen verzichtet hat, während er mit Gebührengeld vollgestopft worden ist. Der einzige Fehler, den Kliemann bei sich sieht, ist übrigens, dass er sich, Zitat, hat abfeiern lassen. Er erwartet keine rechtlichen Konsequenzen. Also ich würde mich da ja direkt jetzt noch mehr betrogen fühlen als Fan. Und ich denke, da wird eine riesige juristische Schlacht entbrennen. Und auch andere Brands, die mit ihm zusammengearbeitet haben, dürften jetzt Schritte erwägen, weil das mit dem Woke-Washing halt nicht mehr funktioniert. Das ganze Gegenteil jetzt der Fall ist. Und es einen Schaden für diese Brands darstellen kann. Aber das mit diesen gespendeten Masken ist auch hier wieder nur die halbe Geschichte. Ihr habt gedacht, das war schon düster? Jetzt wird es finster. Denn die Masken, die angeblich gespendet worden sind, sind nicht einmal gespendet worden. Hä, wie jetzt? Nun, es ist ein Statement eines Vereins veröffentlicht worden. Es ging um eine Lieferung von 6000 Masken an das Flüchtlingslager Vial auf der griechischen Insel Chios. Darin liest man, dass die Firma Global Tactics an den Verein Wir packen's an e.V. Masken nicht etwa gespendet, sondern zum Selbstkostenpreis insgesamt über 6000 Euro verkauft hat. Und da war man natürlich glücklich, dass man überhaupt welche hat bekommen können, dass man am Ende tatsächlich alle Flüchtlinge damit hat ausstatten können. Gütig wurde dann auch noch vom Verkäufer die Summe auf 6000 Masken aufgerundet, vermutlich weil die einfach so verpackt waren und keiner Bock hatte, das nochmal anzufassen. Ist ja auch nochmal Kosten, ja, die da entstehen. Jedenfalls stellte sich ja heraus... Hey, Junge, Mann, was soll man da machen, Alter? Was soll man dazu sagen? Und ich wünsche mir einfach nur, dass es... Das Internet ist so schnelllebig und so schnell vergisst man dann wieder. Und irgendwann nach einem Monat fängt er wieder an, irgendein Video zu machen und die Leute denken wieder nicht mehr daran. Das ist halt so das Schlimme. So, weißt du, du kannst gefühlt im Internet machen oder du kannst gefühlt machen, was du willst. Shitstorm kassieren, aber so wirklich in die Knie zwingen, bringt dich das nicht. Der wird irgendwann wieder ganz normal weitermachen und dann juckt sich wieder keiner dafür. Was die Masken wirklich gekostet haben, nämlich ca. 45 Cent das Stück. Tja, da hat man jetzt wohl sogar noch mit Flüchtlingen und kaputten Masken Gewinn erwirtschaftet. An sich war dieser Gedanke, dass man untaugliches Material an Hilfsbedürftige schickt, schon klassistisch, rassistisch, unmenschlich. Sucht euch was aus. Aber auch noch Gewinn damit zu machen, macht die Firma, bei der Finja Anteilseigner ist, zu einem absoluten No-Go in jeder Hinsicht. Das kann ich auch nicht mehr in Worte fassen. Was denn jetzt mit anderen Masken, die man angeblich gespendet hat, passiert ist, dazu gibt es noch keine weiteren Informationen. Vielleicht handelt es sich ja um eine einmalige Ausnahme hier in diesem Fall. Also, wie geht's jetzt weiter? Bei dem Schaden, den der Böhmermann-Leak an Finns Karriere angerichtet hat, muss er sich juristisch verteidigen, wenn etwas davon nicht den Tatsachen entsprochen haben sollte. Ja? Zumal ich aber fest davon ausgehe, dass eine Böhmermann-Sendung juristisch völlig wasserdicht ist. Meines Erachtens gibt es da auch einen Indiz. Und selbst wenn, das wäre doch ein geiler juristischer Gegner, so, den soll er doch machen, Alter, wie will der die, weißt du, was ich meine? So, dann holen die irgendwelche 15 Anwälte, die schon mindestens 20 Mal in irgendwelchen Fernsehshows waren von Barbara Salisch und dann hat sich das erledigt, Mann. Alter. Dass da ein Prozess ins Haus steht. Und zwar fühle ich mich darin bestätigt, nachdem ich die neue Fest- und Flauschig-Folge angehört habe. Die ist ein rhetorisches Meisterwerk. Ja. Die schafft es nämlich, Kliemann
zwar in über einer Stunde nicht einmal zu erwähnen, aber immer zu meinen. So als ob man lieber nichts weiter öffentlich sagen möchte oder gerade kann, weil Unterlassungsklage oder so. Und bei der Vorstellung der Songs für die Fidi und Playlist, wo Sachen wie Smooth Criminal und Bad gelandet sind, sagt Böhmermann Folgendes. Weißt du, wenn man in Situationen ist, in denen man Dinge nicht erklären will oder kann, nicht so viel sprechen kann, sondern erstmal Sachen sacken lassen muss, wo man erstmal die Gefühle sich setzen lassen muss, da ist Lyrik in Musik immer eine gute Idee. Damit verweist er direkt auf die ziemlich deutlichen Lines der Songs, die sie da ausgewählt haben für diese Playlist. Es ist wirklich fantastisch gemacht. Mehr Meta als Facebook. Ich finde es aber lustig, dass es selbst vielen Journalisten nicht aufgefallen ist, dass zwar mit keinem Wort Kliman erwähnt wird, aber jedes Wort über Kliman war. Ist ein Meisterwerk, wirklich. Generell wird in der Folge eigentlich jede Frage geklärt, zumindest indirekt. Was ist eigentlich zwischen Kliman und Olli Schulz? Wäre jetzt eine Frage gewesen, die man erwartet hätte. Aber es wird über Morrissey und Johnny Marr von The Smiths gesprochen. Beispielsweise. Ja, es gibt aber nach wie vor Leute, die es einfach nicht fassen können. Aufhänger dieser Story, dieses Leaks, möchte ich sagen, war ja nun der Maskendeal. Aber so schlimm auch diese ganzen Maskendeals da waren, so deutlich muss man sagen, das hat System bei Kliman. Nehmen wir mal was völlig Unverfängliches. Ja, so eine ganz kleine Nebenbei-Aktion, wo man aber schon die Art und Weise bemerkt. Am 9. bis 12.06. findet das zweite Anuka-Festival von Kliman statt. Natürlich ausverkauft. 1000 Tickets, 120 Euro pro Ticket. Was gibt's dafür? Boah, Alter, was? Na, man kann da sein. Es existiert. Junge! Dafür gehst du dreimal zu Gamescom, Digga. Und nicht mal ein Line-Up. Aber es ist limitiert, ja? Fear of missing out. Ist ein geiles Geschäftssystem. Da muss man kein Veranstalter sein, um festzustellen, das ist irgendwie ein beschissenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ich bin ja zufällig auch Festivalveranstalter. Und das ist zufälligerweise auch das Wochenende, wo mein Sternklang-Festival stattfindet. Nun. Und jetzt mal Real Talk meinerseits. Durch diesen ganzen Diskurs um Finn Kliman fällt es mir jetzt ehrlicherweise sehr schwer, wo ich eigentlich Werbung aus allen Löchern schießen müsste, irgendwas zu bewerben, das jetzt zu bewerben. Wer glaubt denn, dass es auch Leute gibt, die irgendwie ehrlich und fair Dinge aufziehen und auf Social Media dafür werben? Wer glaubt denn das jetzt noch? Das ja, Sternklang gut. Durchzuführen, das kostet hunderttausende Euro, weil einfach hunderte Leute bezahlt werden müssen, Hotels für Künstler, massiv viel Technik, Logistik, Werbung, Security. Das ist ja durch die Pandemie auch alles extrem teurer geworden mittlerweile, ja. Dann brauchst du noch eine Location, die du buchen musst. Selbst die braucht ja Finn nicht, weil die ist ja bereits von Funk gekauft worden vor ein paar Jahren, ja. Etc. pp. Also die ganze Kostenstruktur im Vergleich zu einem richtigen Festival, es ist halt wirklich lächerlich. So, und zu den 10.000 Euro Personalkosten brauche ich oder brauchen Festivals generell auch zusätzliche freiwillige Helfer. Für ganz kleine Handgriffe wie Parkplatz einweisen am Anreisetag. Was von A nach B tragen, wenn es notwendig wird. Wie soll ich denn da jetzt in diesen Wochen sagen, Leute, wenn ihr helfen wollt, wir können da noch Leute gebrauchen, die da anpacken wollen. In der Festivalkultur war das immer normal und gehörte da auch irgendwie dazu, weil gerade Subkulturveranstaltungen gar nicht anders zu stemmen sind. Die Leute denken doch nach diesem Beispiel jetzt zurecht. Was Influencer anbieten, ist Betrug, muss Betrug sein. Das ist ja, jetzt. Das ist halt das große Problem und das ist auch der Grund, warum ich mich da auch angegriffen fühle selbst mit so und warum ich auch denke, dass ich dazu auch nicht Stellung nehmen muss, aber ich denke, dass ich darauf auch reagieren muss. Alles, was irgendwelche Leute in größerer Erscheinung tun, fällt auf jeden anderen zurück, ohne dass er Einfluss darauf nimmt. Und deshalb natürlich auch damals immer diese massive Kritik gegen Monte, weil er natürlich schon sehr viel mehr außerhalb in der Öffentlichkeit steht, als einfach nur in der Gaming-Szene. Es gibt so viele Leute, die Gaming machen und einfach nur im Gaming sind. Da gibt's so viele Beispiele für, weißt du, die einfach nur intern sind. So, da kann man, das hat keine Außenwirkung, aber das sind halt so Fälle, die haben so eine extreme Außenwirkung und spiegeln sich absolut negativ auf uns wieder. Auf uns alle. So, und im Endeffekt muss ich mich dann irgendwann mal rechtfertigen. Ihr seid doch alle so Abzieher oder sowas, weißt du? Und dann muss ich das hören. Und ich werde gleich aggressiv und schlag dich so, weißt du, nach dem Motto. Junge. Wieder mal die allgemeine Ansicht. Und was soll ich sagen? Es scheint ja wirklich so zu sein. Ich habe die ersten 9 Jahre beispielsweise auf YouTube von wenigen 100 Euro im Monat gelebt und durfte mir damals schon anhören, der macht's ja nur fürs Geld. Und jemand wie Finn Kliman, der offensichtlich Multimillionär ist, dessen Imperium auf Rundfunkgebühren aufgebaut wurde, wird nicht einmal in Frage gestellt, wenn einem mäßig wirtschaftlich Interessierten die Gewinnabsicht quasi ins Gesicht springt. Das ganze Thema, deswegen bin ich jetzt so persönlich auch Tanzverbot-Festival, Digga, das können wir alles gerne mal irgendwie näher konkretisieren. Ein eigenes Festival?
Nur mit Leuten, die sich dann alle so doppelt piece. Oh, geil. Oft beleidigt mich geradezu persönlich, und zwar auf mehreren Ebenen. Und vielleicht ist das auch meine grundsätzliche, vielleicht ist das der Grund für meine Verknatztheit mit Funk. Die ist aus diesem Fall entstanden. Weil irgendwie niemand gesehen hat, was da bei Finn Kliman abgeht, und alle mitgemacht haben. Das ist wie mit dem Märchen, wo der Schafhirte Hilfe Wölfe ruft, solange bis ihm dann keiner mehr glaubt. Nur dass in diesem Fall alle möglichen anderen quasi schon mal Hilfe Wolf gerufen haben und man selbst jetzt Leidtragender dieser Aktion ist. Und dann darf man sich auch Kritik dafür anhören, weil man davon frustriert ist, dass dem jetzt halt so ist. Als ob man nicht mal das Recht hat, auf seinem eigenen Kanal seine eigenen Gedanken und Gefühle zu diesem Thema zu äußern. Tut mir leid, dass ich da jetzt wirklich mal persönlich werden musste an dieser Stelle. Und das ist in dem Sinne dann mal nicht sachlich, weil es einfach aus eigener Erfahrung spricht und ich mal wirklich ein bisschen was im Hinblick auf die Frustration diesbezüglich ausdrücken muss. Auf der anderen Seite ist es eben auch ein trauriges Beispiel davon, wie einfach Menschen, die an etwas oder jemanden glauben wollen. Mann, ja, ich verstehe ja seine Ansätze, aber... danach. Ich kann so oft sagen, mir könnt ihr glauben, wie ich will. Aber die Wahrheit ist, woher? Mann, Digga, redest jetzt ein... Ja, gut, okay. Gutes Video auf jeden Fall. Gut, dass er die eine Sache auch nochmal aufgedeckt hat, dass er die Masken nicht mal gespendet wurden, sondern verkauft wurden. Aber jetzt das Ende, das war halt dann doch ein bisschen... ein bisschen in die Länge gezogen.